Heute zeige ich euch, wie ihr euch eine super stylische individuelle iPad-Hülle nähen könnt. Und nicht nur für iPads, sondern auch für Tablets oder Kindles zum Beispiel. Und die Hülle hat hier noch eine Halterung für den Stift. Und hier vorne sind Taschen angebracht, wo dann das Kabel rein kann. Ich zeige euch, wie es geht. Ich habe mir für dieses Projekt als erstes einen Prototypen erstellt, einfach aus zwei A4 Blättern, und hier habe ich noch einen Streifen Papier dran geklebt. Und dann habe ich geguckt, dass es so reinpasst und alles auch ein bisschen größer gelassen, weil der Filz ja ein bisschen dicker ist und dann noch mehr Platz wegnimmt. Also das sollte schon ruhig ein bisschen größer ausfallen. Dann habe ich hier vorne einfach einen Streifen draufgeklebt als Muster, um das mal zu sehen. Und hier wollte mein Sohn noch eine Halterung für seinen Stift haben. Und dann haben wir das noch hier so dran gebaut. Also das war ja jetzt unser Entwurf, aber wenn ihr andere Ideen habt oder andere Wünsche oder andere Taschen braucht, müsst ihr mal ausprobieren und einfach mal so einen Prototypen erstellen und gucken, wie sich das so handeln lässt und ob eure ganzen Wünsche integriert sind, die Taschen, die ihr braucht. Einfach mal ausprobieren. Das ist jetzt erstmal der Prototyp und das Endprodukt habt ihr ja schon gesehen. Also ich finde, das ist richtig stylisch geworden. Ihr braucht schön Filz. Ich habe hier einen Designer-Wollfilz, der war etwas teurer, aber dafür ist er langlebiger und pielt auch nicht so. Also für so eine Taschen ist er schon besser. Dann am besten so ein Lineal zum Schneiden. Damit kriegt man bei dickem Filz auch schöne gerade Schnitte hin. Stoff für diese Lasche, wenn ihr eine haben wollt. Dann habe ich hier noch mein Label. Was zum Aufhübschen, wie dieses Lederlabel hier. Ein Rollschneider. Schere. Solche Klemmen sind vielleicht auch nicht schlecht. Und Klettband habe ich noch. Und euren selbst gebastelten Prototypen. Okay, wir fangen jetzt an mit dem ersten Schritt. Und zwar schneiden wir einmal grob die Form aus, also ruhig ein bisschen größer erstmal aus dem Filz. Und dann könnt ihr das noch aufhübschen. Also ich werde hier nochmal einen Schriftzug aufsticken. Damit fange ich jetzt erstmal an. Ich schneide die Filzstücke jetzt erstmal grob aus, also ruhig mit 1 cm Nahtzugabe. Gleich nochmal. Und jetzt markiere ich mir einmal die Position, wo ich aufsticken möchte. Also hier klappe ich einmal runter. So. Hier ist erstmal die Position. Ich sticke jetzt als erstes den Schriftzug auf und dann machen wir weiter. Ich spanne zuerst mal das Stickvlies ein. Also der Schriftzug soll jetzt hier aufgestickt werden. Ich positioniere den jetzt. Hier ist die Ecke. Links unten. Und bei der Maschine ist es so, ich kann jetzt hier einen Heftrahmen drumherum sticken. Dann wird der Filz gleich ans Stickvlies gestickt. Das mache ich jetzt erstmal. Und jetzt kann ich ganz in Ruhe den Schriftzug aufsticken. So, das war es schon. Eine kleine, aber schicke, dezente Verzierung. So, jetzt geht's weiter. Ich versäubere jetzt die Stickerei und entferne das Stickvlies. So, die Stickerei ist jetzt hier drauf. Ich lege das Muster mal wieder drauf, um die Rundung zu markieren. Die müssen wir als nächstes ausschneiden. Dazu lege ich hier einen Teller. Der hat jetzt nicht ganz die Rundung, aber das ist auch okay. Den lege ich mal hier drauf. Und dann drücke ich
mit der Hand drauf, dass nichts verrutscht. Und markiere hier mal mit Schneiderkreide die Rundung. Das weiß ich nicht, wie ihr das besser könnt, mit der Schere oder mit dem Rollschneider. Mit dem Rollschneider muss man sich halt ein bisschen vorarbeiten, Millimeter für Millimeter, und dann immer drehen, damit man nicht gerade abschneidet. Soll ja rund werden. Ihr könnt das aber auch mit einer großen Schere probieren. Vielleicht geht das besser. Das wäre schon mal die Rundung. Ja, jetzt alles noch ein bisschen größer, weil ich nicht weiß, ob das iPad nachher auch so direkt reinpasst. Also lieber ein bisschen größer erstmal ausschneiden. Kleiner nähen kann man nachher immer noch. Als nächstes nähe ich hier einen Klettstreifen an, damit wir die Klappe nachher auch schließen können. Also wenn ihr keine Klappe haben wollt, entfällt der nächste Schritt. Ich habe hier Klett, den man aufnähen muss. Der hat also keinen Kleber. Und dazu bringe ich wieder dieses Stylefix, das doppelseitige Klebeband, an auf den Filz. Oder ihr könnt das auch auf den Klett kleben. Auf das Stylefix klebe ich jetzt den Klett und dann wird er nochmal festgenäht. Ich nähe jetzt einmal links und rechts den Klett an mit einem Zickzackstich. Für die Klappe oder die Tasche, die hier dran kommt, nehme ich einen Stoffstreifen in der Höhe. Schneide den einmal ab. Und jetzt bringe ich von innen einmal Klett an, das Gegenstück. Das wird jetzt einmal von innen angebracht. Aber wir müssen den Stoff aufklappen beim Nähen, sonst haben wir hier vorne die unschönen Streifen drauf. Also die Naht dann vom Untergarn, und das wollen wir ja nicht. Also nähen wir nur auf die eine Stoffseite. Also ich fixiere jetzt den Klett mal mit Nadeln, aber nur durch eine Stoffseite, nicht durch beide Stechen. So. Und dann klappen wir auf und nähen das einmal fest. Jetzt haben wir auf der Innenseite den Klett. Das wäre die Außenseite. Und ihr könnt jetzt hier auch noch mal was aufhübschen, vielleicht noch mal ein Bändchen dran nähen oder hier auch eine Ziernaht. Das mache ich jetzt noch mal. So, ich nähe das Ganze jetzt hier noch einmal zusammen. Aber ich nehme keinen Zierstich, weil der Stoff hat ja schon ein Motiv drauf, sonst wäre das zu viel. Ich nehme einfach nur einen stabilen Geradstich. Jetzt können wir den Stoff für die Tasche schon auf den Filz legen. Und zwar mit der Klettseite auf die Klettseite. So wie es dann später auch sein soll. Und wenn ihr jetzt diese Tasche nochmal unterteilen wollt, könnt ihr hier eine Naht dran nähen. Das mache ich jetzt mal. Aber ich markiere mir das nochmal. Die gerade Linie vom Lineal muss an der Kante der Tasche anliegen, gerade. Und dann habe ich hier den rechten Winkel und kann hier einmal markieren. Jetzt nähe ich einmal entlang der Markierung, dass wir eine Teilung erreichen. So, die Schneiderkreide geht ja ganz leicht wieder weg. Jetzt haben wir hier eine schöne Tasche für die Kopfhörer oder für ein kleines Kabel. Okay, und jetzt müssen wir die Seiten einklappen. Also was jetzt doll drüber steht, würde ich noch mal ein bisschen abschneiden. Hier würde ich schon auf 1,5 cm ungefähr runterschneiden. Klappen wir das ein. Und ich fixiere das jetzt mal mit einem Heftstich. Das ist bei mir so ein Stich mit 6 mm Stichweite. Den kann man nachher wieder rausziehen. Nur, dass der Stoff einmal fixiert ist. Hier schneide ich wieder ein bisschen Stoff ab.
und klapp's wieder ein und wieder drehen. Den Stoff für die Klappen habe ich jetzt grob angeheftet hier am Rand und jetzt hat man noch mal die Möglichkeit zu korrigieren. Also wir können ja jetzt mal testen, indem wir das reinschieben, weil der Prototyp ist ja dünner. Danach kann man ja nicht so wirklich gehen. Mit dem Filz sieht das immer noch mal anders aus am Ende. Der Plan ist ja, dass hier noch eine Tasche dran kommt für den Stift. Und ich würde jetzt erstmal diese Seite noch mal anheften und hier unten auch. Und dann gucke ich mal, ob ich hier noch was abschneiden muss. Aber ich glaube, das sieht ganz gut aus so. Schneide ich noch mal einmal diesen Winkel hier aus, damit wir den Stift nachher schön reinschieben können. Hier oben schneide ich jetzt auch noch mal einmal gerade ab. Gut, jetzt kann ich schon die Seiten abnehmen, also hier einmal runter, hier einmal und hier. Und dann noch einmal hier außen, damit wir hier die Lasche für den Stift noch haben. Hier habe ich noch ein Label eingefügt zwischen die beiden Filzschichten und dann sind wir schon fertig. Und zunehmend für außen nehme ich jetzt wieder eine Trippelnaht. Jetzt können wir noch versäubern und die ganzen Heftstiche wieder rausnehmen. So, jetzt habt ihr gesehen, wie ich diese iPad-Hülle gemacht habe. Und ich denke mal, im Laden müsste man richtig viel Geld dafür hinblättern, für so eine individuelle Tasche, wenn es die überhaupt gibt. Viel Spaß beim Nachmachen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne ein Däumchen hoch und abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Bis bald, eure Yvonne.